Also das Azubi-Projekt wird jedes Jahr gemacht, und zwar von uns in der MWG als Lehrlinge. Und es geht darum, die Azubis aus allen Lehrjahren zusammenzubringen, ihnen ein gewisses Budget zur Verfügung zu stellen und dann sich auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren und daran eben ein Projekt hochzuziehen. Wir lernen dadurch die Unternehmensstrukturen besser kennen. Wir lernen, wie wir uns untereinander organisieren müssen und wie wir unsere eigene Strategie entwickeln, einfach das Projekt aufzustellen. Also unser Azubi-Projekt in diesem Jahr war ein Sportevent für Klein und Groß. Auf das Projekt sind wir gekommen, da Florian Wellbrock, der Azubi bei uns im dritten Lehrjahr, Schwimmprofi ist und im letzten Jahr auch den Europameistertitel gewonnen hat. Also wir wollten bei dem Projekt jetzt mal ein bisschen Sport in den Vordergrund rücken und dann sozusagen den Hobbyschwimmern einfach mal die Möglichkeit geben, mit einem Profi und mit einem Profitrainer zusammenzuarbeiten. Ja, das Projekt gibt einfach Sportlern oder Sportbegeisterten in Magdeburg die Möglichkeit, auch lokal ihre Interessen umzusetzen und den Sport irgendwie zu fördern. Als die Idee feststand, haben wir zuerst überlegt, was für einen Zeitraum wir wählen können. Da ja Herr Wellbrock und Herr Berkan, also der Trainer von Herrn Wellbrock, sehr viel beschäftigt sind, auch am Wochenende. Daher war das für uns der erste Punkt. Man kann schlecht schwimmen gehen ohne Schwimmhalle, gerade wenn es kalt draußen ist. Und da war die größte Hürde eben die Bahn zu mieten, da erstmal die Stadt zu erreichen. Das war eigentlich mit das Schwierigste. Und nachdem diese Sachen geklärt waren, nämlich die Elbe-Schwimmhalle und die Kooperation mit Herrn Berkan und dem SCM, ging es darum, die ganzen Kleinigkeiten drumherum zu organisieren. Danach haben wir uns darum gekümmert, wie wir das Ganze bewerben können, damit wir auch genügend Teilnehmer haben. Da haben wir uns dieses Jahr für Facebook und Plakate entschieden, die wir in der Schwimmhalle aufgehangen haben. Weitere Aufgaben waren natürlich auch die Bewerbungen durchsehen, bearbeiten, antworten. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir an Werbemittel? Auch mit den Bademeistern absprechen, was an diesem Tag los ist, wie sie uns unterstützen können. Und haben uns dann einen Plan gemacht, was wir mit den Teilnehmern machen können. Also ab wann beginnt das Schwimmfest, wer schwimmt wann? Die große Herausforderung war ja auch, dass wir die Schwimmhalle nur in einem bestimmten Zeitraum hatten. Ja, und dann kam schon relativ schnell zur Durchführung des Projektes. Wir haben uns 2 Stunden vor Projektbeginn hier getroffen, haben ein bisschen was aufgebaut und vorbereitet, damit das alles glatt läuft, wenn dann die Gäste und die Teilnehmer kommen. Der Ablauf des Tages hat damit begonnen, dass zuerst die Erwachsenen kamen. Mit denen haben wir eine kleine Begrüßungsrunde und ein Interview mit Florian geführt. Und dann ein Schwimmtraining gemacht, ein professionelles mit dem Herrn Berkan und Florian Wellbrock. So konnten wir nochmal speziell auf die Defizite der Teilnehmer eingehen. Und dann hatten die Erwachsenen im Anschluss die Möglichkeit, im Schwimmkanal zu schwimmen, was für viele auch ein Highlight war, weil der ja normalerweise eigentlich nicht öffentlich zugänglich ist. Die Kinder kamen 1 Stunde später, da haben wir auch eine kleine Begrüßungsrunde gemacht. Haben sie ein bisschen bespaßt und dann natürlich zum Schluss auch mit ihnen ihre Schwimmabzeichen absolviert. Und am Ende hat jeder noch eine Überraschungstüte bekommen. Dann gab es natürlich auch noch eine Autogrammstunde. Und später haben wir mit den Erwachsenen, als die Kinder dann durch waren, nochmal ein Wettschwimmen veranstaltet zum Abschluss des Tages. Da sind jeweils 3 bis 4 erwachsene Teilnehmer gegen einen Profischwimmer gestartet. Und die Profischwimmer hatten aber noch so ein Gewicht. Also es wurde ihnen ein bisschen erschwert. Und die ersten 3 Plätze haben dann auch jeweils einen kleinen Preis bekommen. Also Herausforderungen gab es eigentlich eine ganze Menge. Das Projekt an sich ist ja eine Riesenherausforderung. Aber eine eigentliche Schwierigkeit hatten wir wirklich am Anfang des Projekts. Da haben wir viel, viel geplant, aber sind nicht so richtig in Gang gekommen. Dann waren wir auch viele Menschen angewiesen, dass die natürlich was bestätigen oder dass die sagen, ja, wir können oder das könnt ihr auch machen. Die größten Herausforderungen waren, dass wir 2 Zielgruppen in 4 Stunden auf 2 Bahnen kriegen mussten. Eigentlich haben wir das Ganze ein bisschen größer geplant. Wir wollten ursprünglich die ganze Elbe-Schwimmhalle mieten, wir wollten ein richtiges Fest machen. Aber da hat uns dann irgendwie die Organisation Bein gestellt, sodass wir dann auch im Endeffekt gemerkt haben, okay, das ist viel zu groß für uns. Insgesamt fand ich die Veranstaltung sehr, sehr gelungen. Auf der Arbeit musste ich mich dann neben den eigentlichen Immobilienkaufmann-Tätigkeiten auch noch mit den Schwimmbegeisterten beschäftigen. Das war mal eine ganz nette Abwechslung. Also ich fand das wirklich interessant, das zu organisieren, auch sich mal mehr mit dem Sport an sich zu beschäftigen. Ja, es hat auch einfach Spaß gemacht, diese Verantwortung generell zu bekommen. Ist einfach eine super Chance, eine große Verantwortung und macht unheimlich viel Spaß. Also gut an dem Azubi-Projekt fand ich, dass den Auszubildenden sehr viel Vertrauen gegenüber geschenkt wird, dass die Auszubildenden einfach machen können. Auch die Resonanz von den Teilnehmern bzw. auch unseren Ausbildern, die an dem Tag da waren, war auf jeden Fall sehr positiv.
Rückblickend bin ich eigentlich ziemlich stolz darauf, da wir am Anfang ein paar Startprobleme hatten bei der Organisation, dass am Ende dann doch alles so positiv abgelaufen ist. Natürlich sieht man jetzt zurück und denkt so, oh, ich hätte viele Sachen anders planen können, aber im Prinzip war der Ablauf ganz gut. Die ganze Arbeit hat sich wirklich gelohnt, wenn man zum Schluss gesehen hat, wie zufrieden und glücklich auch die Teilnehmer waren. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man erstmal klein anfangen sollte und dann darauf aufbauen sollte. Dass es sich immer wieder lohnt, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten, weil jeder andere Aspekte reinbringt, man seine Idee auch vielleicht zurückstecken muss, damit dann wirklich auch was Gutes bei rauskommt. Und wir haben auf jeden Fall alle gelernt, wie wir auch innerhalb der Gruppe und innerhalb des Unternehmens kommunizieren können, wie wir uns gegenseitig weiterhelfen können und dass uns auch definitiv jeder weiterhilft. Also bedanken möchten wir uns natürlich an erster Stelle bei Herrn Berghahn, dass er uns bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung des Projekts so stark unterstützt hat. Bedanken möchten wir uns auf jeden Fall bei unseren Ausbildern. Herr Wiemann und Herr Stutze, die dann doch irgendwo immer noch mal eine helfende Hand waren, beziehungsweise auch die Hand drüber gehalten haben, wenn wir viel zu groß gedacht haben. Bei vielen MBG-Mitarbeitern, die uns unterstützt haben und auch mal bei Fragen gut geholfen haben oder eben auch noch gute weitere Ideen bringen konnten. Und außerdem möchten wir uns bei den SCM-Sportlern bedanken, die uns an dem Tag kräftig unterstützt hatten. Einmal Marius Zobel und Markus Herwig, danke auch an euch. Und generell an den SCM und alle anderen Sponsoren, die uns tatkräftig zur Seite standen und unsere Veranstaltung publiziert haben.